Peace, Leute, was geht ab? Das ist Kelvin. Ich bin's, Marvin. Und heute testen wir die Mariam-App. Viele haben geschrieben, teste diese App mal. Und wir haben gerade 3 Uhr nachts und wir haben gedacht, ey, komm, wir testen es jetzt um 3 Uhr nachts. Yes, Leute, 3 Uhr nachts Challenge heute mal wieder. Jetzt schon mal Daumen hoch für eine neue 3 Uhr nachts Challenge. Ihr habt so oft geschrieben, wir sollen diese Mariam-App testen. Wir wissen gar nicht, was da abgeht. Ja, wir haben uns auch gar nicht informiert, extra, damit es auch für uns Neuland ist. Genau, und zwar soll die App verflucht sein. Und wir checken das Ganze ab. Die soll es im App Store geben. Wir können direkt starten, Leute. Mariam-App. Hier, wir haben das Handy am Start. Popsocket ist auch am Start. Erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid, da gibt es auch Merch-Artikel von uns. Check's gerne ab. Hoodies, T-Shirts, alles am Start. Yes. Okay, ich würde sagen, wir starten die Aufnahme. Okay, wir gehen in den App Store und checken ab, was abgeht. Okay, die App heißt Mariam-App. Mariam, dritte. Okay, Mariam Game. Gibt's so ein Game? Okay, wir gucken mal rein. Oh, sieht schon. Ah, das ist ein Spiel? Ist das jetzt ein Spiel? Mariam Game. Ah, ist das das dann? Was okay. Du dazu meinen? Okay, oh, wir lesen mal erstmal Rezensionen. Würde ich auch mal sagen, damit wir ja warm werden. Mhm. Okay, wir gucken uns das erstmal hier an. Save me, also rette mich. Der ist das. Ah, man muss so Entscheidungen treffen immer. Mhm. Man muss sie retten oder so, diese Mariam, glaube ich. Okay. Okay. Wir können mal hier lesen, Mariam is a game inspired by a girl living in the Middle East, in the bla bla bla, also irgendein kleines Mädchen von damals. Was sehr gruselig aussieht. Die mit Geistern Kontakt hat. Okay. Okay, wir haben hier eine Rezension und zwar schreibt jemand Datenschutz, Datenklau, nicht downloaden. Es zieht eure Daten und Informationen von eurem Smartphone herunter, ohne eure Bestätigung dazu. Ist in mehreren Ländern verboten worden bezüglich des Datenschutzes. Also. Okay. Soll anscheinend Daten ziehen. Wir haben wieder mein Handy am Start. Genau. Marvin wird dann seine Seele verkaufen. Sind wir ja schon gewohnt. Falls das mit meinem Handy passiert, ich hole mir bald ein neues, Leute. Aber das Versuchskaninchen-Handy ja. Das dann. Okay. Gucken wir mal weiter nach Rezeption. Also hier viel zu gruselig für noch 9-Jährige. Wahrscheinlich ist die App ab 9. Haben wir noch nicht geguckt. Können wir auch gleich nochmal gucken. Mhm. Ich habe das Spiel nach 5 Minuten wieder gelöscht, weil die Altersangabe ab 9 war. Und ich bin 12, aber ich habe mir beim Spielen trotzdem eingeschissen. Das Spiel ist echt für mindestens 16-Jährige. Okay. Das ist ein Statement, ey. Statement? Gefährlich. Das Spiel ist gefährlich für Kinder und sollte abgeschafft werden. In der Türkei wurde es schon verboten. Oh. Ey, was geht ab? Ey, lass mal jetzt gucken, ob wie viel Jahre das Spiel ist. Das interessiert mich ja. Moment, ich will nur eine lesen. Noch eine. Ein schreckliches Spiel. Kein Kind sollte es spielen. Vor 2 Jahren. Wow, wie lange gibt's die App schon? Alter. Okay, Leute, wenn ihr jünger seid, wir werden eure Versuchskaninchen. Wow. Ihr könnt es sein lassen. Wir. Ja, hier auch. Muss von App Store weg. Das Spiel darf hier nicht sein. Bitte um eine Prüfung. Boah, vor also, 2 Jahren und das ist immer noch da. Viele Kritiker, die sagen, es ist vielleicht nicht für eine jüngere Zielgruppe. Ja. Ne? Wir gucken jetzt mal für wie vieljährige das ist. Ja. Oh, die haben es plus 12 gemacht. Ich glaube, damals war es dann jünger. Ja. Jetzt ab 12. Also Leute, wenn ihr 12 seid oder über 12, könnt ihr es runterladen. Wartet das Video ab. Wir geben nochmal am Ende Feedback. Ja. Okay, ich würde sagen, einfach runterladen. Einfach mal ins Ungewisse. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir gehen rein, Leute. Okay, sie ist fertig. Öffnen. Öffnen. Klicke. Oh. Alle oben, direkt Seele verkaufen. Damit es funktioniert, ne? Ich mach mal die Musik aus wegen Copyright. Mitteilung senden, erlauben? Erlauben. Okay, Start Game, ne? Wir starten. Loading. Mein Name ist Mariam. Hallo Mariam. Okay. Das Spiel hängt davon ab, die Rätsel zu lösen. Okay, also Rätsel zu lösen. Wir müssen Rätsel lösen. Nur für Spieler ab 12 Jahren. Bist du über 12? Haben wir erreicht, das 12. Lebensjahr. Oh, komm mal, langsam erreicht. Geistig vielleicht noch nicht, aber körperlich. Genau. Okay, wie heißt du? Welchen Namen nehmen wir? Sollen wir Melvin nehmen? Ey, wir machen einen Mix. Kelvin und Marvin. Ein Mix aus Kelvin und Marvin. Entweder Carvin. Malvin. Oder Melvin. 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 Yeah, Melvin. Oder Kelmar. Unsere beiden Anfangsbuchstaben. Kelmar. Kelmar. Okay, genau. Kelmar? Kelmar. Ja, okay, komm. Yeah. Wir heißen Kelmar. Willkommen. Ich bin an diesem Ort verloren. Mhm. Okay. Würdest du mir gerne helfen? Ja, klar, wollen wir dir helfen. Natürlich. Kelmar, du bist eine wundervolle Person. Boah, okay. Dankeschön. Okay, klicken wir mal auf okay. Mein Haus, es war hier. Okay. Aber als die Dunkelheit kam, konnte ich nichts mehr sehen. Mhm. Okay. Was denkst du? Hä? Rechte Seite oder linke Seite? Boah, einfach jetzt so random. Was sagst du? Linke Seite?
Schnick, Schnack, Schnuck. Ich links zu rechts. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Zack, rechts. Seite. Das ist einfach vertauscht. Also rechts ist auf links, links auf rechts. Schon. Okay, also rechts. Ja. Okay, rechte Seite. Lass es gehen. Lass es gehen. Ich würde gerne mit dir reden, während wir unterwegs sind. Was? Nenn mir deinen Namen von jemand, den du kennst. Den du hast? Den du hast. Wen hast du? Okay, wir hassen. Ich hasse eigentlich niemanden. Warte, ich muss überlegen. So. Ich hasse jetzt auch niemanden. Es gibt keinen, den ich hasse. Aber irgendein Arbeitskollege von einer ganz damaligen Zeit, wo du dir denkst, so. Eigentlich nicht, also. Irgendwie? Ich schreibe einfach Calvin. Hey, mein Gott, den Spruch bekommen, verrückt. Wenn sie sagen, Calvin sei sehr krank, der Tod ist besser, ich vergebe. Okay, so weit wollen wir nicht vergeb gehen. Mir, Marvin. Ich vergebe. Vergib mir. Es spielt keine Rolle. Lassen uns die Straße fertigstellen. Sehr verwirrend gerade. Sehr verwirrend. Man kann nur auf OK klicken. Okay, wir sind angekommen. Warte ein paar Sekunden, ich werde zurückkommen. Also du wirst gerade allein gelassen jetzt, ne? Wir müssen warten. Okay. Wir müssen wirklich warten. Ist Kelmar dein richtiger Name oder würdest du ihn ändern? Als ob die App weiß, dass wir geflogen sind. Vielleicht weiß sie das. Ey, das ist gerade echt krass. Oha. Ich will ihn ändern, so nach dem Motto, wir können jetzt nochmal alles gerade biegen und wenn nicht... Sollen wir es lieber gerade biegen? Sollen wir es gerade biegen oder sollen wir... Jetzt irgendwie ich glaube, es ist gerade die Chance, dass wir das noch ändern können. Ja, ich glaube, wir ändern ich glaube, wir nehmen mal Marvin jetzt, ne? Okay. Weil Marvin immer noch ein Süßkönigchen ist. Okay, ist mein Handy. Dein Handy, okay, jetzt. Oder Schaffung, wir kriegen jetzt eine Strafe, wenn wir ehrlich sind. Oh mein Gott. Nein. 50-50 Chance. Ich habe meiner Mutter und meinem Vater von dir erzählt. Okay. Willst du sie jetzt sehen? Ja, okay. Okay, lass es zusammengehen. Okay, Deutsch ist bei Mariam, glaube ich, noch nicht ganz angekommen. Ah, ich hatte eine Kundenrezension, haben wir auch ein paar Mal gesehen, das Deutsch. Schlechte Übersetzung, oder? Lass uns zusammengehen, soll es eigentlich heißen. Ja. Betritt diesen Raum und du kannst sie sehen. Wir gehen rein, Leute. Ich bin kein gruseliges Mädchen, wie sie behaupten. Ich weiß das. Findest du sie gruselig oder nicht? Nein, du lügst. Eher verwirrt, ne? Ja. Wir sagen mal, ich weiß das. Auch verständnisvoll. Warum sehe ich Angst in deinen Augen? Beobachtet ihr uns oder was durch die Kamera? Meinst du? Ich befürchte mich nicht. Sollen wir die abkleben, lieber? Ich weiß nicht. Ich fürchte mich nicht. Nee, ich fürchte mich nicht. Ich bin nur zu allen freundlich. Okay? Das ist ein Statement. Ich weiß alles. Ich höre es im Radio. Was hast du gehört? Alle Länder leben im Kampf um Geld. Ja, Geld ist gut, Menschenleben sind wichtiger. Was wichtig? Wir wollen, glaube ich, wissen, ob wir gute Menschen sind. Ja, wir sind Menschenleben sind wichtiger. Ist wichtiger. Warum hast du das Zimmer nicht betreten? Hä? Zimmer nicht betreten? Okay. Du bist in diesen Raum eingesperrt. Du täuschst die Menschen. Warum? Will dir jetzt testen, warum sind wir in den Raum eingesperrt? Warum? Du wirst nicht ausgehen, bis ich zurück bin. Die hätten uns jetzt eingesperrt? Boah, der Schlüssel ist bei dir. Schüttel das Handy. Wow. Schraubenzieher. Was soll ich machen? Wir haben es geschafft, oder? Ich habe es geschafft. Kann nicht raus, es ist nicht der richtige Schlüssel. Versuch es nochmal. Okay, wir müssen Handy wieder schütteln. Schwarzer Schlüssel. Okay. Wo sollen wir es verstecken, bevor sie zurückkommt? In der Garage? Oder im Wohnzimmer? Vielleicht ist da ein besseres Versteck. Im Wohnzimmer? Garage können wir aber direkt flüchten. Ja, okay. Dann draußen. Dann in die Garage. Garage. Sie kommt zurück. Sehr wild. Ah! Boah, wenn jetzt so ein Jumpscare kommt, Leute. Lieber wegfahren. Öffne die Tür. Die hat uns entdeckt. Die hat uns einfach. Die stellt uns gerade zur Rede. Warum willst du weglaufen? Du bist sehr beängstigend. Wir hassen dich. Nein. Wir sind verängstigt. Ja. Müssen wir ehrlich sein. Ich liebe dich. Wenn du wegläufst, werde ich dich bestrafen. Oh! Wird ernst? Die will uns richtig bei uns. Was sonst? Willst du wieder ins Gefängnis zurückkehren? Es tut mir leid. Nein. Wir müssen hier wieder einlutschen. Es tut uns leid. Es tut uns leid? Okay.
Bist du hungrig? Wie die ablenkt auf einmal, ne? Ja. Ja, Mann. Dickes Mac. Hast du Hunger? Mac ist mir nicht. Mac ist, ne? Wer hat was aus der... Ich will aber Meckes. Wir wollen was richtig Geiles. Das müsst ihr tun. Aus dem Haus gehen. Wir wollen immer noch abzischen und du holst was zu essen. Ja. Wir gehen wieder raus, Leute. Warum hast du dich nicht mitgenommen? Weil du Essen holst. Komm mit mir. Okay, vielleicht kommt die mit. Ohne Essen aber. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht verärgert. Wohin willst du gehen? Osten. Osten? Osten. Wir sind wieder im Wald. Nein. Wir wollten nicht in den Wald. Es ist dunkel wegen der vielen Bäume. Okay. Lass uns ein bisschen reden. Denkst du, dass es Geister gibt? Was ja oder nein? Ich glaub schon. Ja, weil wir glauben, ja. Nicht sein. Ich glaube an ihre Existenz und fühle sie immer. Immer ist ein Geist um uns herum. Überall, wohin wir gehen. Er kann immer hinter uns sein. Hallo? Hast du Angst? Ist er entsetzt oder glaubst du das nicht, das Ganze? Sollen wir mal das Gefühl geben, dass wir wirklich so ein bisschen erstaunt sind darüber? Machen wir mal entsetzt, ne? Entsetzt. Nun, Angst ist nur für Feiglinge. Alle Geister lieben schwache Menschen. Sie können schwache Menschen leicht fangen. Also die Angst haben wahrscheinlich. Ja. Möchtest du diese Unterhaltung ändern? Soll ich mal zeigen, dass wir es ernst nehmen? Weiterreden. Okay, weiterreden. Du kannst dir den Geist vorstellen. Unter dem Bett. In Raumecken oder hinter dem Vorhang. Wir hören jetzt auf, darüber zu reden. Okay, Chef. Du bist in ein großes Loch gefallen. Kann ich dir helfen? Ja, bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Ich suche ein starkes Seil und eine alte Leiter. Dickes Seil. Seil. Schnapp dir das Seil, kletter hinaus, halte das Seil. Ich hab dich ausgetrickst. Nein, lässt mich jetzt fallen oder was? Ich habe das Seil ausgelassen und du bist gestürzt. Warum? Warum? Nimm die Leiter und steig heraus. Steig hinauf. Da ist Staub auf deiner Kleidung. Egal. Hast du dir beim Sturz wehgetan? Nein, wir haben es weggesteckt. Nein. Wir sind hart, Leute. Pass in der nächsten Zeit auf. Hey, die hat uns doch ausgetrickst. Lass uns gehen. Macht voll die Spielchen gerade, ey. Liebst du Science Fiction? Nein. Interessiert uns dafür nicht, ne. Wusstest du, dass die Erderwärmung die Erde zerstören wird? Okay. Wegen der höheren Temperaturen. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Was machst du, wenn das Ende der Erde kommt? Versuchen zu überleben. Natürlich, versuchen zu überleben. Menschen sind auf der Erde gefangen. Es gibt keine Möglichkeit, draußen zu leben. Hast du Angst? Nein. Was heißt denn sicher? Sicher oder du bist böse? Kind wäre nie böse. Die hat uns fallen lassen. Du bist böse. Es ist nur ein Witz. Unser Planet wird noch lange überleben. Hörst du den Ton? Der Klang von wilden Hunden. Ich habe die Pistole meines Vaters genommen. Okay. Du kannst sie nur benutzen, indem du das Telefon schüttelst. Lass uns weitergehen. Da ist ein wildes Tier hinter uns. Soll ich es erschießen jetzt? Klick mal drauf. Ich muss schütteln. Oh. Punkt, Punkt, Punkt. Du hast es getötet, hä? Ich hab doch gar nicht geschüttelt. Ey, wir haben nichts gemacht. Der Dschungel ist gefährlich. Hinter mir ist ein wildes Tier. Töte es durch Schütteln des Telefons. Ey, wir lassen nicht. Wir machen mal gar nichts. Ich mach nichts. Machen wir gar nichts. Dann sind wir die los, Leute. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Hä? Ey, wir haben nichts gemacht. Nein. Soll ich von meinem Vater erzählen? Nein. Ganz trocken. Warum mein Vater eine angesehene Persönlichkeit ist? Okay. Die erzähl trotzdem einfach. Gar keine Wahl. Jetzt hatte er. Bist du Raucher? Nein. Ein Sportler. Du weißt, dass viele Leute nicht aufhören zu rauchen, okay? Ich möchte mich ausruhen, ich bin müde. Wir müssen beschleunigen. Es gibt einen schönen Palast. Hast du Angst? Nein. Nein. Gut, lass uns in den Palast gehen. Oh, aufregend. Oh Gott. Was siehst du unter unseren Füßen? Geist? Spielzeug. Spielzeug? Spielzeug. Mach ein Geräusch. Ich habe es so sehr geliebt. Okay. Lass es die Treppe hochgehen. Punkt, Punkt, Punkt. Was war das für ein Geräusch, Alter? Ich will zwischen, Mann. Ey, ich glaube, wir hören auf, Alter. Ja, langsam wird es echt ein bisschen. Langsam ist echt zu creepy. Leute, sollen wir das weiterspielen oder nicht? Das gibt ja keinen Sinn. Vor allem wechseln die auch immer die Themen so voll. Ja, ist halt verwirrend. Ey, ich lösche die App jetzt, Mann. Was ist das? Lösch sofort, ey. Lösch das. Auf einmal kommen hier komische Geräusche und so. Die ganzen Fragen so voll, das mal das. Ey, weg was mit ist das einfach weg damit. Was ist das, Mann? Vor allem auch die Fragen, die waren so durcheinander. Immer so ein komplett anderes Thema. Erst so. Wollt ihr über meinen Vater reden? Komplett. Dann kommt in den Wald. Ja. Und also Leute, wenn wir, und wie gesagt, wenn wir das durchspielen sollen, das Spiel, gib einen Daumen hoch oder kann. Wow. Digga, das war niemals. Ey, geh da hin. Das war niemals der Durchlass.
Ey, was geht jetzt schon wieder ab, Mann? Wo nehmen wir uns da hin? Immer bei den Videos, Mann. Ey, haben wir den Flug oder so? Alter, ist da niemand da hin, Mann? Aber das sind immer so komische Dinge, ey. So gruselig, Mann. Was geht da ist nichts, ey. Da ist nichts. Egal. Wie gesagt, Leute, wenn wir diese App weiter spielen sollen, gibt einen Daumen hoch dafür. Ansonsten würde ich behaupten, ja, auf jeden Fall, wir brauchen Motivation, überhaupt nochmal so eine App runterzuladen, weil das ist schon gruselig so. Und es war niemals der Wind. Ohne Witz, das ist schon komisch, was hier passiert. Oh. Alter, Durchzug, Alter. Hast du gerade irgendwas gespürt? Hast du gerade auch den Wind so gespürt? So? Wie so ein. Kennst du dieses Laubgebläse, als ob so ein Schub kommt einfach? Was geht ab? Okay, jetzt wird's ganz bunt hier langsam. Alter Leute, du hast die App gelöscht, ganz sicher? Ja, ich hab die gelöscht. Gut, Mann. Oh Mann. Würde ich sagen, ja, ich hoffe, wir haben keinen Fluch hier im Haus, weil das ist echt strange gerade mit der Tür. Ja, ich hoffe auch. Genau. Hast du Nasenbluten oder so? Hm? Hast du Nasenbluten? Du hast ja ganz gleich was. Hey, sieht man das? No joke! Jetzt ohne Witz, du hast echt. Wow, Alter, jetzt bist du. Oh, was geht ab? Hey, Digga. Oh mein Gott, das muss wegen der App kommen. Scheiße.